Rückenlage, die Füße am Boden abstellen und nun das Becken rollen und wieder lösen. Sie bilden einmal ein ganz leichtes Hohlkreuz und drücken dann die Wirbelsäule auf den Boden. Führen Sie nur ganz kleine Bewegungen aus. Mit dieser Übung mobilisieren Sie die Lendenwirbelsäule. So, in der Rückenlage die Füße am Boden abstellen und das Becken langsam hochrollen und wieder senken. Beschreiben Sie hier nur ganz kleine Bewegungen mit Ihrem Becken. So, und wieder entspannen. In der Rückenlage die Arme seitlich strecken und die Handflächen nach oben drehen. Nun die Beine hochheben und die geschlossenen Knie zu einer Seite am Boden ablegen. Den Kopf dabei in die entgegengesetzte Richtung drehen. Achten Sie darauf, dass die Schultern am Boden bleiben. Sie spüren eine angenehme Dehnung von der Brust bis hinunter zum Po. Atmen Sie ruhig und wechseln Sie dann die Seite. So, nun beide Knie entspannt zu einer Seite am Boden ablegen. Drehen Sie dabei den Kopf in die Gegenrichtung, atmen Sie gleichmäßig und ruhig. Die Beine vom Boden heben, zur anderen Seite am Boden ablegen. Den Kopf wieder in die gegengesetzte Richtung drehen. Beine wieder zur anderen Seite am Boden ablegen. Die Knie wieder zur Brust ziehen und entspannen. Beine vom Boden heben, die Hände in die Kniekehlen legen und die Knie sanft zur Brust drücken. Achten Sie darauf, dass die Lendenwirbelsäule möglichst am Boden bleibt. Mit dieser Übung dehnen Sie die Lendenmuskulatur. Die nächste Übung ist eine Entspannungsübung. Legen Sie sich auf den Rücken, ziehen Sie die Knie zur Brust, legen Sie die Hände in die Kniekehlen und drücken Sie die Knie sanft zur Brust. Lassen Sie dabei das Becken am Boden. Atmen Sie gleichmäßig und ruhig. Und wieder lösen. Die Füße am Boden abstellen und das Becken langsam hochrollen und dabei die Wirbelsäule bis ungefähr zur Brustwirbelsäule vom Boden abheben.
Danach wieder langsam senken. Heben Sie die Wirbelsäule Wirbel für Wirbel hoch und senken Sie genauso langsam wieder ab. Damit kräftigen Sie die Po-Muskulatur und halten die Lendenwirbelsäule beweglich. In der Rückenlage ganz entspannte Füße am Boden abstellen und nun langsam das Becken Wirbel für Wirbel vom Boden hochrollen. Heben Sie den Oberkörper maximal bis zur Mitte der Brustwirbelsäule und senken Sie wieder langsam Wirbel für Wirbel ab. Entspannen und das Becken wieder nach oben rollen. Wichtig bei dieser Übung ist die Rollbewegung des Beckens. Und noch zweimal wiederholen. Und wieder entspannen. Setzen Sie sich mit gestreckten Beinen auf den Boden und sitzen Sie so aufrecht wie möglich. Wichtig ist, dass der Oberkörper aufrecht bleibt. Wenn Ihnen das schwer fällt, können Sie ohne weiteres die Knie ein wenig anwinkeln. Strecken Sie nun beide Arme so weit wie möglich nach oben. Fixieren Sie diese Position, atmen Sie dabei gleichmäßig und ruhig und entspannen Sie wieder. Und wieder nach oben strecken. Diese Übung einige Male wiederholen, damit kräftigen Sie die gesamte Rumpfmuskulatur. So, für diese Übung können Sie die Beine ruhig ein bisschen angewinkelt lassen. Versuchen Sie zuerst aufrecht zu sitzen, strecken Sie dann die Arme so weit wie möglich nach oben und wieder entspannen. Zuerst aufrecht sitzen, die Arme nach oben strecken. Wieder entspannen. Noch zweimal. Weit nach oben strecken. Entspannen. Und noch einmal. Und lösen. Sie sitzen mit gestreckten Beinen am Boden und halten den Oberkörper aufrecht. Wenn Ihnen das schwer fällt, können Sie die Knie leicht anwinkeln. Halten Sie nun die gewinkelten Arme vorm Körper fest und drehen Sie den Oberkörper so weit wie möglich zur Seite. Atmen Sie dabei gleichmäßig und ruhig und drehen Sie dann in die andere Richtung. Wichtig ist, dass Sie bei dieser Übung aufrecht bleiben. Sie kräftigen damit die seitliche Rumpfmuskulatur. Für die nächste Übung ist es wichtig, dass Sie wieder aufrecht sitzen. Nehmen Sie die Arme vor den Körper und drehen Sie nun den Oberkörper zur Seite. Wichtig ist, dass Sie dabei aufrecht bleiben.
So, noch zweimal. Und entspannen. Diese Übung können Sie stehend, im Sitzen auf einem Stuhl oder so wie hier im Schneidersitz am Boden machen. Wichtig ist, dass Sie bequem sitzen können. Sitzen Sie aufrecht, strecken Sie den Hals und neigen Sie nun den Kopf in einer Linie zur Seite, so als würden Sie mit dem Ohr die Schulter berühren wollen. Dann wieder die Seite wechseln. Wichtig ist, dass Ohr und Schulter in einer Linie bleiben. Sie dehnen damit die seitliche Halsmuskulatur bis hinaus zur Schulter. So, den Oberkörper wieder aufrichten und den Hals strecken. Neigen Sie nun den Kopf zur Seite. Bleiben Sie in dieser Dehnung für einige Augenblicke. Wieder lösen und den Kopf zur anderen Seite neigen. Achten Sie darauf, dass die Schultern entspannt bleiben. Wieder wechseln. Und versuchen Sie, mit dem Ohr zur Schulter zu gelangen. Nur dann erzielen Sie eine gute Dehnung hier im seitlichen Halsbereich. Und wieder wechseln. Und noch zweimal. Und wieder entspannen. Diese Übung können Sie im Stehen, im Sitzen oder auf einem Stuhl machen. Ziehen Sie die Schultern so weit wie möglich nach oben zu den Ohren und lassen Sie sie wieder entspannt nach unten fallen. Die Schultern kräftig hochziehen und ganz entspannt fallen lassen. Dabei einatmen, wenn Sie die Schultern hochziehen, und ausatmen beim Fallen lassen. So, noch zweimal kräftig hochziehen, entspannen und noch einmal. Diese Übung können Sie im Stehen machen, auf einem Stuhl sitzend oder wenn es Ihnen bequem ist, im Schneidersitz am Boden. Strecken Sie den Rücken und gleichzeitig den Hals. Drehen Sie nun das Kinn über die Schulter. Senken Sie das Kinn und rollen Sie über das Brustbein hinüber zur anderen Schulter. Das Kinn kurz anheben und wieder zurückrollen. Mit dieser Übung entspannen Sie die Nackenmuskulatur. So, zuerst das Kinn über die linke Schulter drehen und über das Brustbein hinüberrollen zur anderen Schulter. Über der Schulter das Kinn wieder hochheben und zurückrollen auf die andere Seite. Achten Sie darauf, dass die Schultern ganz entspannt bleiben. Und denken Sie wieder daran, aufrecht zu sitzen und genießen Sie die Bewegung. So, noch zweimal. Und entspannen.